Hallo, mein Name ist Klaas-Peter Müller. Ich bin Steuerberater in Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus dem Textmobil nochmal mit einem Hinweis zu den Aufbewahrungspflichten. Gar nicht mal so jetzt Aufbewahrung von Rechnungen oder von Lieferscheinen, sondern eher von Aufbewahrungspflichten und Aufzeichnungspflichten, was so die Nebenaufzeichnungen zu den Erlösen betrifft. Immer wieder haben wir das Problem in der Praxis, dass die Aufzeichnungen nicht aufbewahrt werden, die zu Stornierung geführt haben oder die zu Preisminderung geführt haben. Ganz drastisch eventuell das Beispiel bei Lieferservicen, wenn die Entgelte letztendlich ein bisschen reduziert werden mussten, weil vielleicht die Anlieferung zu lange gedauert hat, weil das Essen vielleicht zu kalt war oder nicht mehr heiß genug war, oder weil es vielleicht gar nicht mehr angenommen wurde, weil vielleicht die Lieferung zu lange gedauert hat und dadurch dann Stornierungen stattgefunden haben. Das heißt, entweder mit diesen beiden Varianten einmal komplett die Bestellung storniert wurde, dass sozusagen der einmal erfasste Erlös komplett aus dem System heraus storniert wurde, oder dass vielleicht im Nachhinein dann ein Preisnachlass stattgefunden hat. Das heißt, dass keine Lieferung für 65 Euro, wenn das so bestellt wurde, eingegeben wurde, sondern eben nur 40 Euro bezahlt wurde, dass hier dann sozusagen der Rabatt nachträglich erfasst wird. Und wichtig und als wichtiger Hinweis eben an dieser Stelle nochmal, darum soll es in diesem Video gehen, ist gar nicht mal, weil in den elektronischen Aufzeichnungssystemen es natürlich so ist, dass alles nachvollziehbar ist. Das heißt, jede Stornierung kann man nachvollziehen, jeden Preisnachlass kann man nachvollziehen. Das ist immer nicht das Problem bei der Prüfung. Bei der Prüfung ist eher das praktische Problem zu begründen, warum habe ich etwas storniert. Einfach nur, weil es transparent dargestellt wird, heißt es ja noch lange nicht, dass das dann richtig ist. Sondern ich muss trotzdem eine Begründung dafür liefern können, warum die Stornierung oder Preisnachlass richtig ist. Weil ansonsten könnte man sozusagen den Erlös ja dadurch auch manipulieren. So, die Manipulation der Kasse ist schon mal ausgeschlossen, aber eben um dem Vorwurf zu entgehen, dass Stornierungen nicht real sind, dass man eben Barzahlung entgegengenommen hat und dann eine Stornierung gebucht hat und hat gesagt, ich habe das Geld nie bekommen, nur weil die Stornierung transparent ist, hat man trotzdem nachzuweisen, warum es stattzufinden hat. Das heißt, alle Quittungen, alle Aufzeichnungen, die geführt wurden, die ja dargestellt haben, warum man etwas storniert, die sind natürlich und sollten unbedingt aufbewahrt werden. Ob die dann digitalisiert werden, vielleicht mit gespeichert werden oder im Original weggelockt und aufgeheftet, irgendwo weggeheftet werden, ne, sei es mal dahingestellt, aber wichtig, aufbewahren. Dass man nicht bei einer Prüfung, und das Schlimme ist ja dann irgendwie 3-4 Jahre später, nachweisen muss, weswegen eine bestimmte Stornierung stattgefunden hat. Und gerade wenn es vielleicht bei Überlastung so ist, dass die Stornierungsquote sehr hoch ist, weil man eben der Lieferung nicht mehr nachkommen konnte oder nicht rechtzeitig nachkommen konnte, dass man hier auch darstellen kann, warum Stornierungen stattgefunden haben. Also wichtig, diese Aufzeichnungen aufbewahren. Wenn der Kunde sagt, ich bezahle hier weniger, einfach auf der Quittung quittieren lassen, dann hat man es. Aber nicht einfach nur im System stornieren, er hat weniger bezahlt, bar bezahlt, weniger in der Kasse. Und den Zettel, den Nachweis an sich, den schmeißt man weg. Das vermeiden, sondern immer aufbewahren, damit man den Beweis immer antreten kann, warum Preisnachlässe stattgefunden haben und warum Stornierungen im Ganzen stattgefunden haben. Ganz wichtig, dieser Hinweis, um aus dieser Diskussion herauszukommen und den Vorwurf zu haben oder sich gefallen zu lassen, dass man ja Erlöse mindert bewusst und dann eventuell eine Nachversteuerung riskiert und dann gar nicht mal die Stornierung nur nachversteuern muss, sondern dass hier eventuell auch Zuschläge passieren, weil an sich die Buchhaltung, die Aufzeichnung nicht glaubhaft dargelegt werden, wie dann immer so die Begründung des Finanzamtes ist, weil man nicht Begründungen hat, weswegen man andere Werte erfasst als ursprünglich mal gedacht. Das ist ja so der Gedanke. Ja, also das nochmal der Aufruf an alle, immer alle Aufzeichnungen aufbewahren, ob sie dann digital gespeichert werden oder im Original, sei dahingestellt, aber einen Beweis antreten können, warum man Preisminderungen hat stattfinden lassen oder Stornierungen vorgenommen hat.
wenn alles über Warnsendungen, Rücksendungen, Stornierung, E-Mail-Verkehr darstellen kann, dann hat man die Begründung. Aber oft bei Lieferservicen ist es wahrscheinlich praktisch so, da steht einer an der Haustür und da kommt man eine halbe Stunde zu spät, eine Stunde später, es fängt die Diskussion an und man bezahlt weniger. Bucht die 20 Euro weniger ein, aber die ursprüngliche Bestellung mit dem Preis hat man natürlich auch im System. Ist alles richtig, nicht die ursprüngliche Eintragung ändern, sondern die Stornierung oder den Preisnachlass nachträglich erfassen, aber eben auch darauf achten, den Grund irgendwie aufbewahren und später vorlegen zu können, falls es zu einer Prüfung kommt und dann zu Nachfragen. Also, das nochmal als praktischen Hinweis auf diesem Kanal. Wem der Kanal gefällt, lasst ein Abo da. Ansonsten dieses Video teilen mit Leuten, die diese Thematik zu interessieren hat. Und dann sehen wir uns auch auf den anderen Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram. Also, bis dahin. Tschüss.